wirklich Glück gehabt, Lem. Ja, Mercury hätte euch schwerer verletzen können, wenn er gewollt hätte. Ich schwöre, wenn ich dieses Pferd erwische, prügele ich es windelweich. Wie konnte sich Mercury eigentlich losreißen? Wir waren auf dem Weg in die Stadt, um Buck abzuholen, als Lem sagte, hey, lass uns kurz auf Entenjagd gehen. Ach, halt die Klappe, es ist deine Schuld, weil du ihn nicht fest genug angebunden hast. Nichts wäre passiert, wären die Rehe nicht aufgetaucht. Rehe? Ja, als wir am Sumpf waren, stürmte plötzlich eine ganze Herde wandernder Rehe auf uns zu. Wandernde Rehe? Ja. Wegen des schlimmen Winters, den es im Norden gab, zieht jetzt viel Dammwild in Richtung Süden. Rehe halten sich lieber in milderem Klima auf. Diese Rehe würde ich gerne mal sehen. Oh, hört sich an, als sei jemand gekommen. Ah, es ist Pa. Oh. Der bringt uns glatt um, wenn er uns hier so sieht. Bitte sag ihm nicht, dass wir hier sind. Tag, Penny. Schön, Sie zu sehen. Könnten Sie mal meine zwei dusseligen Söhne rausschicken? Nun, geben Sie sich keine Mühe. Ich weiß, dass Sie hier sind, denn das Pferd ist ohne Sie und Mercury zu Hause angekommen. Melville, Lamb, kommt raus, ihr Trottel! Oh. Hallo, Mr. Forrester. Guten Tag, Ori. Was ist mit euch passiert? Nun, wir... Und wo ist Mercury? Nun, also, er ist uns weggelaufen, Pa. Was soll das heißen, er ist weggelaufen? Wo wart ihr zwei denn? Also, weißt du, es war nicht unsere Schuld, Pa. Halt die Klappe, ich will nichts mehr von euch hören. Ist euch klar, dass die Wölfe Mercury töten werden, wenn wir ihn nicht bald finden? Oh, welche Wölfe? Wir hatten diese Biester im Wald endlich erledigt, aber wie es scheint, ist jetzt ein neues Rudel aufgetaucht. Wenn es so ist, sollten wir aufbrechen und ihn suchen, bevor die Sonne untergeht. Würdest du uns denn bei der Suche helfen, Penny? Natürlich. Darf ich euch auch suchen helfen? Aber nein, das ist nichts für Kinder. Hm? Ein Junge, der mit einem Kind spielt, ist noch kein Mann. Ich weiß, dass ich alt genug bin, um Mercury zu suchen. Hey! Hör zu, Fleck! Ich habe eine Idee. Meinst du nicht auch, dass wir den guten Mercury allein finden? Wenn wir ihn finden und zurückbringen, werden uns das Ma und Pa sicher verzeihen. Und Fredericks Vater würde nicht mehr denken, ich sei noch ein Kind. Na, was meinst du? Hört sich das gut an? Hä? Na komm. Ah! Fleck! Jody! Also nein, Jody ist schon wieder mit Fleck unterwegs. Fleck, warte! Wo ist Mercury, Fleck? Du bist mir keine große Hilfe, Fleck. Vielleicht sind das welche aus dem Norden. Hey, Fleck, warte! Wo willst du denn hin, Fleck? Komm her, Fleck! Komm sofort zu mir zurück, Fleck! Fleck! Ah. Vielleicht ein Wolf. Du hast mich gerade zu Tode erschreckt. Was hast du denn, Kleiner? Was ist denn los? Lauf nicht schon wieder weg. Warte auf mich! Das
hier ist Sumpfland. Fleck, gut gemacht, du hast Mercury gefunden. Oh. Mercury, ich bin's doch nur. Keine Sorge, ich habe weder einen Strick noch eine Peitsche. Mercury, bleib ganz ruhig, Junge. Lass uns Freunde sein. Ja, so ist es brav. Komm mit. Sei lieber vorsichtig, Fleck. Nein, nicht! Dich mag er wohl auch nicht besonders gern, was, Fleck? Lass das, Fleck. Du weißt doch, das kitzelt. Nein, Fleck, hör auf. Fleck. Ich hab dich lieb, Fleck. Mercury! Und, wo ist Mercury? Penny, hast du Jody gesehen? Ist er nicht hier? Nein, er ist weg. Ist Fleck auch verschwunden? Ja. Was ist nur mit diesem Jungen los? Er gehorcht uns einfach nicht mehr. Das müssen wir ändern. Nun, wir werden sehen. Ich würde sagen, dass die Erziehung von Kindern und Pferden eine strenge Hand erfordert. Wenn man sie nicht ab und zu verprügelt, nutzen sie einen aus. Seht mal, da kommt jemand. Jody reitet auf Mercury. Wie in aller Welt. Ach, du lieber Himmel. Jody, sei vorsichtig. Bleibt alle ganz ruhig. Nur ruhig Blut. Wenn Mercury jetzt durchgeht, können wir ihn nicht mehr aufhalten. Er ist doch ganz friedlich. Höher. Oh. Zeig's ihm, Junge. Oh. Oh. Bitte kann mich nicht mal jemand zwicken. Ich glaube, ich träume. Los, Junge, komm. Ist das denn zu fassen? Ich kann's kaum glauben, dass Jody dieses wilde Pferd reitet. Ho, ho! Jody, woher hast du eigentlich so reiten? Ja, weißt du, Pa, Fleck hat mit Mercury gesprochen. Es ist Flecks Verdienst, dass wir ihn gefunden haben und beruhigen konnten. Darf Fleck jetzt wieder frei herumlaufen, Pa, ja? Und eine Bitte habe ich an Sie, Mr. Forrester. Schlagen Sie Mercury nicht. Er ist freiwillig zurückgekommen, ohne jeden Zwang. In Ordnung, ich verspreche es. Wir haben uns wohl in dir getäuscht, Jody. Ich dachte, du wärst noch ein Kind, das den ganzen Tag nur mit Fleck spielt, aber du hast mehr Schneid als meine Jungs. Ich glaube, wir können Fleck vorerst noch frei herumlaufen lassen, Jody. Danke, Pa. Hey, ihr beiden, das klingt doch toll, oder nicht?
Ich habe mir schon immer gewünscht, mit Tieren sprechen zu können und sie zu verstehen, so wie Frederick das kann. Fleck habe ich es zu verdanken, dass ich heute durch ihn gelernt habe, dass Gefühle auch eine Sprache sind. Man kann viel mehr erreichen, wenn man langsam und leise spricht. Und manchmal sind Worte ganz und gar überflüssig.